Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bahnhofsbausimulator. So, in der letzten Folge rausgefunden, Commuter gibt am wenigsten. Das heißt, wir sollen es erstmal versuchen, möglichst alle Citylink-Linien, wo wir auch Busse mittlerweile einsetzen, um die Leute da abzuholen, wo sie liegen, sozusagen, mitnehmen zu können. Und dann nehmen wir hier noch die an und das wird das sofort angezeigt. Das ist relativ cool eigentlich. Und damit haben wir einen relativ vollen Zeitplan. Hier mal gucken, ne? Also 6, 9, 2, 6, 8. Ja, irgendwie tagsüber ist ein bisschen mau. Commuter würde ich ja gerne rein, aber wir können hier den zweiten Track noch nicht benutzen. Funktioniert halt nicht. Gut, dann sollten wir vielleicht mal gucken wegen den Busfahrplänen. Aber die scheinen uns ja nichts zu kosten. Also ich würde die fast so lassen. Dann kommen halt regelmäßig Leute an oder können wegfahren. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir schauen mal, was wir hier noch an Facilities haben, damit wir da vielleicht ein bisschen Geld einnehmen können. Hier hätten wir zum Beispiel einen Newspaper Stand, einen Information Point. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Denn die Leute fühlten sich nicht gut informiert. Und ich glaube, es ist so, dass wenn die entsprechend, wenn die Leute hier, sagen wir mal, der Auffassung sind, dass sie hier bei mir nicht gut bedient werden, also von Informationen und so, dann auch der Ticketpreis irgendwie sinkt. Eigentlich kostet ja 15.000, das ist aber Wahnsinn. Ist alles so teuer. Was haben wir denn hier bei den günstigeren, dass wir vielleicht was schöner machen können? Ein Weihnachtsbaum? Guck mal. Ist doch schön. Telefonzelle. Information Point, den könnten wir vielleicht dann auch nochmal hier auf die andere Seite stellen. Obwohl, je mehr die Leute an solchen Sachen vorbeilaufen können, ist natürlich auch nicht schlecht. So, und da kommt der erste ICE wieder und da sind wir die Einnahmen. Sehr, sehr schön, wunderbar. Ja, irgendwie knuddelig und knuffelig, aber ich habe bei Weitem wahrscheinlich noch nicht alles verstanden. Vor allem die Sachen alle so teuer sind hier. So, dann eine Sache, die ich auch noch rausgefunden habe. Wir haben ab und zu mal so medizinische Notfälle. Und was ich schon mal sagen kann, ist, wenn ihr so einen Notfall habt, dann wird's richtig teuer, wenn ihr euch um den nicht kümmert. Und ja, auch hier scheint es ja so zu sein, dass wir dieses Personal relativ günstig haben können. Von 7 bis machen wir mal 4, der arme Kerl. So vielleicht. Sollten wir also machen, ne? Wenn ihm irgendjemand mir was zustößt, dann haben wir hier auf jeden Fall... Was macht der da? Ich hab da mal nicht. So, nächster Zug. Mal gucken, ob hier auch ein bisschen mehr los ist dann. Jetzt, wo wir es auch schöner gemacht haben. Und was mich natürlich jetzt interessiert, ob wir, wenn wir in diesem... wenn wir in diesem Schema fortfahren, also das heißt, wenn wir jetzt andere Züge eingesetzt als gestern, ob wir dann auch wirklich bei den Finanzen einen Unterschied sehen. Das heißt, dass wir jetzt hier deutlich mehr einnehmen. Das finden wir raus. Deswegen lasse ich jetzt mal ein bisschen die Zeit vorlaufen, weil gerade wir ja eh wenig Geld haben. So, da ist jemand umgekippt, habt ihr gesehen. Und dann ist der Sunny gekommen und hat hier wieder aufgestellt. Genauso war es geplant. Oder wegen Pleite, das finden wir jetzt raus. Und vor allen Dingen auch immer mal wieder gucken hier, was den Leuten zusagt. Von der Größe her sind wir viel zu klein. Transit ist schlecht. Das gefällt den Leuten gar nicht. Aber insgesamt scheinen wir durch diese Umstellung im Timetable doch ein bisschen mehr verdient zu haben. Aber die Balance ist natürlich immer noch mau. Jetzt haben wir natürlich auch noch eine Salary drin von 1200. Also hier sind doch die Löhne. Und somit Ausgaben von 5,3. Also die Balance scheint hier nicht zu stimmen. Da müssen wir mal ein Momentchen warten. Wir können ja vielleicht in der Zwischenzeit schon mal hier wieder so ein bisschen... Oh. Ich könnte wirklich einen Zug nach dem anderen. So. Ja, da liegt einer, ne? Und jetzt ist das Problem, jetzt haben wir keinen Sunny mehr um diese Uhrzeit hier, der hier... Das ist ja nicht umgefallen.
Jetzt haben wir keinen Sunny mehr hier, das heißt, wir müssen doch einen zweiten einstellen, wie es aussieht. Attention, please. The passenger terminal will be closing in 30 minutes. The terminal will reopen at 5 a.m. Thank you. Ich verwirrt. So, von 9. Machen wir mal so, ne? Kommt das ungefähr hin? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, ne? Noch mal so. Gut, neuer Timetable. So, was haben wir? Computer. Ich mache die nochmal wieder alle weg, damit wir hier gezielt vorgehen können. Also CityLink bringt auf jeden Fall mehr. Nehmen wir erst die und dann haben wir hier nochmal Commuters. Wir brauchen echt den zweiten Track, ne? National können wir gar nicht annehmen. Aber den können wir uns noch nicht leisten, der ist nämlich ganz schön teuer. So, die sind alle um 8.30 Uhr, 5.30 Uhr. Und so kriegen wir auch nicht mehr rein. Also, wenn wir jetzt hier versuchen, den rauszunehmen und dann hier vielleicht mehrere unterzubringen, das geht auch nicht. Dann können wir es direkt so lassen. Das sieht nicht ganz gut aus. Okay. So, dann haben wir gesehen, die grundsätzlichen Bedürfnisse der Leute müssen natürlich auch befriedigen, damit wir da mehr Geld reinkriegen. Vandalproof. Aha. Gegen Vandalismus sicher. Ah, das zweite Gleis ist wahrscheinlich zu teuer. Wir gucken nochmal kurz, was das zweite Gleis kostet. Hier 3000 pro Feld, das ist zu viel, guck mal. Also, 81.000 müssen wir arbeiten. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir schauen jetzt mal kurz hier drauf, wie sich das gestern verbessert hat. Und wir sehen durch die bessere... Wir lassen einfach mal schneller weiterlaufen. Jetzt nochmal einen Tag, dass wir hier das Geld dran bekommen. Wir hatten kaum noch Buildingkosten und Tickets und so. Allerdings haben wir noch überhaupt kein Vending. Das heißt, ich würde vielleicht doch mal gucken, ob wir so ein kleines Geschäft mal aufbauen. Einfach nur zu gucken, was dabei rumkommt. Zum Beispiel hier so ein Newspaper-Stand. Die Leute fühlen sich auch schlecht informiert. Das heißt, wir stellen mal hier so ein Newspaper-Stand hin und gucken mal, was der so bringt. Dauert eine ganze Weile. So, da sitzen die Leute auf der Bank. Hier wird geguckt, ne? Wann kommt der nächste Zug? Und da ist er auch schon. Eigentlich finde ich das schon relativ übersichtlich. Wir haben also hier den Ticketverkauf, wir haben Informationen. Hier kann man aufs WC, hier kann man was kaufen. Ich kann mal ein bisschen gucken, was die Leute denn haben wollen. Müde, hungrig. Tiredness wird aufgehoben, wenn die sich auf die Bänke setzen können. Im Wesentlichen sind aber irgendwie die alle so zur Hälfte hungrig und haben Durst. Das heißt, so ein Kaffee und so wahrscheinlich auch nicht schlecht sein. Ich glaube allerdings so, als V-Sim gespielt, macht es wahrscheinlich doch eher Sinn, das zweite Gleis jetzt erstmal anzuvisieren sozusagen. Damit ist einer von euch gesagt, sie haben Probleme damit, das zweite Gleis aufzubauen. Da muss ich natürlich dazu sagen, oh, Control Room, warte mal. Wenn du mehr als zwei Gleise bauen willst, brauchst du einen Control Room. Okay. Was kostet der denn? Okay. Was haben wir denn noch? Was ist das denn hier? Ach, da kann man sich die Schuhe sauber machen lassen. Frische Früchte. Ich würde jetzt gerne warten, bevor wir hier weitere Lebensmittelstände und so bauen. Was die... Oh, ich gehe ganz schön weit hier runter, ne? Da kann man auch jede Menge mehr bauen. Was das jetzt bringt. Aber bis jetzt noch gar nichts. Scheinbar werden die Vendings erst später eingetragen. So, wo ist der Sunny? Wo ist der Sunny?
Wir haben 0 Uhr. Was ist hier los? Employees. Wir haben 10 bis. Ja, von Mitternacht. Machen wir so. Kriegt ein bisschen mehr Schmerzensgeld. So, das will ich jetzt wirklich nicht haben. Und wir gucken in Timetable, aber das scheint sich nicht zu verändern. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich erstmal gucken, dass wir weitere Züge da auf den Track bekommen. So, wir schauen mal. Gestern hatten 14 Passagiere einen Notfall. Wir haben nichts eingenommen aus Vending. Müssen wir da eventuell noch irgendwas dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ich lasse mal wieder schneller vorlaufen, damit wir an das Geld rankommen. So, also, wir gucken mal. Also die Zahl der Reisenden steigt nicht. Die Passenger-Anzahl insgesamt ist gestiegen, okay. 14 Notfälle. Heute waren wir schon wieder 2 Notfälle. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall immer einen Sunny da, also das wissen wir ja schon mal. Dann, die Einnahmen aus Tickets sind nicht gestiegen. Das heißt, wir kriegen wirklich nur die mehr Einnahmen, wenn wir so wirklich das nächste Gleis bauen. Also, unser Bahnhof wird größer dann sozusagen, mehr Gewusel. Und bei den Ausgaben, bei den Löhnen, die sind ein bisschen gestiegen, oder die werden ein bisschen steigen, sagen wir es so rum. Größe hier passt den Leuten nicht, Plattform passt den Leuten nicht, ich weiß nicht, was da falsch ist. Aber ich glaube, bei den Plattformen können wir ja relativ günstig hier anbauen. Also das wäre jetzt nicht so das Problem. Dann haben wir hier für 3 lange Züge, also für 3 lange Züge, die Züge, die 3 lang sind, will ich damit sagen. Oder ist den Leuten vielleicht die Plattform hier zu eng? Ich hätte natürlich möglichst viele Plattformen hier unterbringen können, ne? Ist natürlich auch mein Bestreben. So ist es ja nicht. Kann man schon mal ein paar Bäumchen wegmachen hier. Eventuell werden wir da ja dann noch ein bisschen Platz brauchen für weitere Vorhaben. Ja, was ich ein bisschen komisch finde, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel hier so einen Bahnhofseingangsbereich bauen wollen würden, das wird richtig teuer. Und bei den City Transit Sachen, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Busstation bauen, kostet die 50. Was ist denn der Unterschied zwischen... Was ist denn hier eine Trolley? Jeweils 10 bis 20 Passagiere pro Stunde. Und hier auch 10 bis 20 Passagiere pro Stunde. Oh, da wurde jemand wieder belebt. Hier, da. Genau, da ist jetzt der Sunny. Oh. Aus dem, den wir gerettet haben, ist so eine große Matschpfütze geworden. Ich glaube, das ist nicht gut. So. Okay, wieder ein Tag rum. Wir gucken mal kurz auf unsere Earnings und wir stellen fest, 83,85 Balance. Also die Endbalance des Tages. Das, da habe ich mich so ein bisschen irritieren lassen. Das ist so ein bilanziertes Einkommenssystem hier. Und da sehen wir, 7,2 Ausgaben hatten wir, Einkommen 34.000, das ändert sich also nur ganz langsam. 2 Passagiere mehr und Timetable sollten wir uns mal eben schnell angucken, ob wir da noch was ändern können oder wollen. Und zwar CityLink, CityLink, City, City, CityLink. Und dann hier Commuter, nochmal Commuter. Und dann können wir hier nur National nehmen. Also da haben sich jetzt offensichtlich die Züge auch noch geändert. Das ist natürlich blöd, weil wir National nicht bedienen können. Aber gut. Sagt ja nur, dass wir einen weiteren Track brauchen. Können wir uns das eigentlich leisten? Warte mal. Könnte knapp funktionieren, ne? Jawohl! Zweiter Track. Not enough money. Oh, nee! Was? Warte, nee. Kann nicht sein. Hier, warte mal. So. Ah!
Okay, wir lassen nochmal eine Runde vorlaufen. Was mich jetzt ein bisschen irritiert. Ding, 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 ding. Wir haben doch jetzt extra hier aufgebaut. Wir haben doch jetzt extra hier so Verkaufsbooths hingebaut, aber die bringen überhaupt kein Einkommen. Das heißt, wir müssen da eventuell das irgendwie größer, kleiner, schöner machen. Je ne sais pas. So sauber ist auch noch. Gut, liebe Leute, folgender Vorschlag. Ich lasse jetzt hier erstmal einen Tag weiterlaufen, weil das ist ja im Moment, jetzt seht ihr so ein bisschen immer das Gleiche. Ich lasse jetzt den Tag zu Ende laufen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am nächsten Tag wieder mit neuem Schedule und dann haben wir wahrscheinlich auch das zweite Gleis. Das werden wir auf jeden Fall, so denke ich mal, morgen in Betrieb nehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen, einen Kommentar schreiben, das Video in eigene Wunsch-Playlists packen, Freunden teilen auf Google+, Facebook und so weiter. Würde ich mich sehr freuen. Mir macht es auf jeden Fall jede Menge Laune und dann muss ich schon wieder am Baum gefährden. Was ist denn da eigentlich los hier? Nochmal, Baum weg. Das ist schlimmer als in Minecraft hier mit Autosappling. So. Ja, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.